Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen zurück zum fünften Teil des Fremo-Treffens Kloppenburg. Wir haben hier mal so einen kleinen, heute mal einen kleinen bewegten Blick in die Halle. Man sieht also dieses große Arrangement. Ja, und dann beginnen wir in Holstedt. Da waren wir im letzten Teil schon mal. Und zwar soll es hier vielleicht mal ein bisschen um die Güterzüge gehen. Hier haben wir also schon mal eine Ladestelle gehabt, wo es also um das Thema Holz ging. Hier haben wir wieder unsere S36 mit ihrem Schnellzug, die hier durch Holstedt fährt. Und eine Rennrangierlok im Hintergrund hätte jetzt mindestens einen Wagen zerstört, wenn sie so anfährt. Gut, aber dafür ist das Modell dran. So, hier haben wir dann noch einen schönen Güterzug. Nicht immer so leicht hier mit der Kamera, das hier scharf zu stellen. Sie stellt dann hier auf die Telegrafenmasten scharf und nicht auf den Zug. Und es schiebt sogar noch eine Lok nach. Und das nicht immer an der Steigung, sondern auf der geraden Strecke. Ja, und dann wichtig für die Epoche, die Kohlezüge. Ohne die ging gar nichts. So, und wer jetzt hier also den großen Zug mit Selbstentladewagen erwartet hat, ja, diese Wagen mussten natürlich auch verteilt werden, ne, die einzelnen Abnehmer, und da hatte natürlich nicht jeder so eine Entladeeinrichtung. Nicht selten wurde da wahrscheinlich einfach nur mit der Schaufel entladen. Was mir nicht so gefallen hat, war der Einsatz der, dieser Krümelkohle. Also die haben dann einzelne Kohlestücken in die Wagen geschüttet. Ich bin dann eher Freund von Einsätzen. Ja, und hier ist natürlich ein toller Zufall, dass dann der Leerzug gerade entgegenkam. Ja, das war natürlich eine tolle Sache. Ja, bei den Wageneinsätzen für die Kohle ist natürlich auch schwierig, dass jeder Wagen, also die Wagenvielfalt war natürlich in der Epoche viel größer. Und man braucht natürlich für jeden Wagen den speziellen Einsatz. Also ich habe für meine das gemacht, aber das ist natürlich bei so einem Treffen schwieriger, noch schwieriger wird es dann noch eins. Ja, und wir hatten natürlich nicht nur Güterzüge. Schnellzüge mit einer S10 bzw. Baureihe 17. Das war so hier der Länderbahnzug, wo praktisch aus allen Länderbahnen irgendwelche Wagen drin hingen. Also Württemberg, Bayern, Sachsen und Preußen habe ich jetzt gesehen, und ganz am Schluss dann noch ein Hechtwagen, der also nicht aus der Länderbahnzeit stammt. Und dann kreuzt hier wieder die S36 unseren Weg. Das ist so hier, naja, im Schlafanzug. Ja. Also das sind alles irgendwelche
Wenn der Metrobahn dran steht, gibt es da nicht immer unbedingt was zu essen, manchmal gibt es auch was zu schlafen. Denn der Metrobahnwagen hängt hier in der Mitte, also der Speisewagen, da fahre ich selber schon drauf rein. Baureihe 56, also quasi die verkürzte 58, hier mit dem Güterzug auf dem Weg. Ja, man sieht übrigens hier im Hintergrund, oben auf der Galerie in der Halle war auch noch ein Arrangement. Da kommen wir dann im nächsten Teil. Das wird dann allerdings leider ein sehr kurzes Video, weil ich da nicht genug Zeit hatte, da was Vernünftiges zu machen. Also zum Film muss man eigentlich ohne Betriebsstelle auf das Treffen fahren oder zumindest vorher irgendwelche Leute suchen, die dann die Betriebsstelle übernehmen. Ich habe ja relativ viel Material zusammengesammelt. Ich habe jetzt im Nachhinein selber gestaunt, wie viel es war. Aber es war eben so von der Zeit, es waren immer mal so schnell vom Bahnhof weg und dann mal schnell was filmen und dann schnell wieder hin, weil Possendorf war jetzt auch nicht so der dichte Fahrplan, also man hat ja schon ein bisschen Freizeit dort. Aber es hat eben nicht für, sagen wir mal, längere und geplante Sequenzen gereicht. Das war ein bisschen schwierig. Vor allem hat es nicht für das gereicht, was dann oben auf der Galerie stattfand. Aber wie gesagt, dazu kommen wir dann beim nächsten Mal. Hier Baureihe 78 mit einem Personenzug mit preußischen 2 und 3 Achsen. Ich weiß nicht, ob jetzt 3 Achsen dabei waren, das habe ich jetzt nicht so richtig gesehen. Auf jeden Fall mit Abteilwagen. Die Geschwindigkeit läuft noch. So, so läuft noch. Und ein weiterer Güterzug mit einer Baureihe 55. Preußische, müsste preußische G8 gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und der obligatorische Nachschiebelok der Baureihe 95. Ja, und dann gab es hier eine Aktion, wo quasi sich der Kollege hier einen Schnellzug gegriffen hat und dann ja, eine Kamerawagen davor gehangen hat und dann mal die Strecke abgefahren hat. Das, was ich nicht gemacht habe, aber ich keine Zeit hatte, B, weil irgendwie das Ladegerät, diesmal war es nicht das der Speicherchip, diesmal war es das Ladegerät, was nicht mit war. Aber ich wäre auch gar nicht dazu gekommen. Deshalb bin ich ja ganz dankbar, dass hier der Kollege von Mittelstadt TV unterwegs war und da eben die Strecke mit seinem Kamerawagen abgefahren hat. Hier ist er gerade in Machern. Wird jetzt gleich die Steigungsstrecke hochfahren. Sind das auch videounfreundlich? Ja, der Kollege im Bahnhof, der guckt gerade angestrengt, aber also nicht, weil er seinen Bahnhof nicht versteht, sondern weil er wahrscheinlich wartet, dass der Block vorher frei wird. Die sind ja hier mit Blockstellen gefahren. Also nicht so, wie man das auf der Modellbahn kennt, dass also praktisch der Zug quasi hinter sich die Blockstelle auf Rot stellt und die davor auf Grün, ne, wie man das auf Ausstellungsanlagen macht und manchmal auf der Heimanlage, sondern hier wird das praktisch nur angezeigt, dass der Block frei ist und dann kann man dann hier die entsprechenden Signale ziehen. Ja, und da ist es doch ein bisschen lang. Ich würde es mal kürzen an der Stelle. Und schon geht es weiter. Also wer das Video von Mittelstadt TV gesehen hat, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, weil er glaube ein paar mehr Abonnenten hat als ich,
Und ja, da sieht man dann irgendjemanden mit dem Handy, der sich da immer vor die Kamera drängelt. Das bin dann ich. Na, da glaube ich auch erwähnt. Also wir haben uns natürlich hier auf die Art und Weise dann da gegenseitig videofiert. Bist Ja, jetzt das gleiche doppelt auch auf für die YouTube. Kinder, die haben sich ja auch immer in die Kamera gedrängt. Du bist jetzt doppelt auf YouTube. Wobei ich jetzt Auf nicht sicher war, ob sie mehreren wirklich gefilmt, ob sie wirklich wusste, dass sie gefilmt wird. Aber ja, hier sieht es so langsam aus. Also Kanälen. das Das Bild war ist gar keine Farbe. Ich sehe es in meinem Video. Aber erst erwische ich dich schon noch. Der ist natürlich besser. Das Aber war immer so eine wann hast du Geschichte. das gemacht? Er hat das schon da vorgestellt. Der letzte Nerv. Das war immer so eine Geschichte. Also im Video sah es aus, als ist es zu schnell. Na, weil ich eigentlich bei sowas noch langsamer fahre. Aber das hat dann eben den Nachteil, dann werden die Videos länger. Aber ich habe bei dem ersten Versuch, wenn ich mir die Videos angucke, die sind dann immer zu schnell. Deshalb wollte ich eben langsamer fahren, schneller kann man immer drehen. Na. Wie viele Abonnenten Also hast du jetzt? das. Aber wenn man das jetzt hier so sieht, wie der Das jetzt hier die verrückteste Steigung Sicht als hochkriegt, YouTube. ist das alles andere als schnell. 2.100. Keine Ahnung. Ich sag mal, wenn du es nicht wärst, hätte Aber ich das ist die eben hier Tunnel auch danach gewonnen. die Geschwindigkeit, die man eben fährt, wenn man eine Schiebelok hinten dran hat. Also es ist so schon alles in Ordnung, ja, bloß vom Video her. Hätte ich mir natürlich nie und nimmer einen Schnellzug gegriffen, sondern ich hätte immer einen Güterzug genommen. Weil Schnellzug ist halt schnell, ja, Schnellzug, also hier an der Steigung. So, jetzt hat er hier die. Ach, der hatte gar keine 95 hinten dran. Das ist hier. Ja, es hätte schon eine Baureihe 97 gesagt, aber das wäre jetzt Zahnradlok gewesen. Das ist die, natürlich die Baureihe 96. Die 95 steht hier schon im Abstellgleis Hast du oder im jetzt Wartegleis. theoretisch Vielleicht der bessere mit dem Begriff. Doppelpack runtergefahren, aber das muss noch Ja, frei dann muss er werden. das Gleis frei machen. Deswegen bin Da ich dann fährt sie hochgefahren. jetzt Und die wird erstmal eine Weile hier entweder geparkt. gleich auf die andere Seite oder vor die 95. Aber da, ich Ich weiß bin gar ja nicht, auch ob da schon eine unten, Weile ob die schon bloß platt. die zwei Loks hatten für die Steigungsstrecke. Naja, sie fährt So, rüber. und hier ist Heidenbrücken. Es kommt jetzt Und die normalerweise fährt dann LZ die 95 auch noch 1001. rüber. Ja, und tschau. Dass er die also alle Bäder wieder nach unten bekommen. Also den nächsten Zug Jo. dann Und gute wieder einen Reise. Berg hochschieben können. Ich lasse laufen. Ich wollte sagen, einfach auskuppeln und rollen lassen. Ja, ist schon ein ganz schönes Monster, ne? Stammt Und von hier der ist halt Bayerischen hinten. Staatsbahn, ist eben dort auch dafür gedacht, auf Steigungsstrecken nachzuschieben. Wiederhole 39 mit Schluss in Wilhelmsberg. Adieu. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die jetzt auch für normale Güterzugdienste eingesetzt wurde, aber das ist natürlich mit Das so einem ist ja wohl. Monstrum und als Mallet-Lok, die ist natürlich auch sehr Und aufwendig, hier ist also Heidenbrücken. da, also was auch unter Unterhaltung, da ist das halt nicht so einfach. Ich denke mal, dass man die dann hauptsächlich auf den Steigungsstrecken eingesetzt hat. Das ist aber jetzt nur eine Vermutung von mir. Ne? Also das ist, müsst ihr jetzt nicht für bare Münze nehmen. Wer da jetzt andere Informationen hat, es gibt die Kommentarspalte beim Video. Da könnt ihr euch zu Wort melden und mich korrigieren. Ja, wir waren auch in einer Zugbegegnung, Personenzug und also zwei Personenzüge, jeweils mit preußischen Abteilwagen.
Da gab es vor dem Treffen sehr umfangreiche Diskussionen, welche preußischen Abteilwagen. Ach, ist übrigens, das sieht aus, als ob hier der Kurswagen dran ist. Welche preußischen Abteilwagen denn ja, dem Vorbild entsprechen und welche nicht? Es gibt ja sehr, sehr viele. Ich krieg sie aber nicht mehr zusammen. Also das ist dann auch wieder was für die Kommentare. Aber ich gehe mal davon aus, dass die von Brava da wahrscheinlich am nächsten dran sind. Hier haben wir dann nun endlich mal den OET-Zug, also die vierachsigen Selbstentladewagen. Ja, diese Wagen haben es ja gerade so noch in dieser Epoche geschafft, ne? Also jetzt eher umgekehrt. Also die sind eigentlich fast schon ein bisschen zu modern. Ne? Also bis zu diesem Zeitpunkt hat man viel mit den zweiachsigen Kohlewagen befördert. Und das war dann, sagen wir mal, eher die Ausnahme. Ist aber im Prinzip auch heute, also zwischen Kohlebergbau und was weiß ich, Stahlwerk oder Kraftwerk oder so, verkehrt ja sowas heute. So ein Wagen wurde ja nicht irgendwo zugestellt einzeln. Ne? Das ist also immer ein ganzes Zug unterwegs gewesen. Und für die vielen kleinen Betriebsstellen, die man so hat, ist ja sonst, sind also diese zweiachsigen und dann später in den späteren Epochen dann auch so vierachsige offene Güterwagen gewesen. Ja, heute ist Kohle also nicht mehr so das Transportgut, was man also zweiachsige Güterwagen verwendet. Ja, hier haben wir dann noch ein bisschen das Treiben im Schattenbahnhof Görlitz. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das jetzt schon im ersten Teil hatten, aber ja, die Szenen sind so schön, dass man es auch mal wiederholen kann. Hier noch ein bisschen elektrische Strecke und nochmal das Vorfeld des Schattenbahnhofs. Hier ist es gestaltet, na, also bis hier zu der angedeuteten Bahnhofshalle, und hier bin ich mir sicher, dass ich das in dem vorhergehenden Teil schon mal gezeigt habe, aber wie gesagt, das macht uns nichts. So, hier nochmal für alle, die elektrisch für Anlager fahren wollen, das sind die Fangeinrichtungen für die Stromabnehmer. Auch das habe ich schon mal erzählt. Aber wer weiß, vielleicht hat der eine oder andere, kommt hier einfach rein ins Video und hat die anderen Teile gar nicht gesehen. Ne? Also da einfach mal im Kanal umgucken. Wir sind jetzt auch mit diesem Personenzug am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wer hier reingestolpert ist und die anderen Videos nicht kennt, einfach nochmal reingucken, und abonnieren tut nicht weh.